Sein Buch «Eine kurze Geschichte der Menschheit» wurde zum Megaseller. Mark Zuckerberg empfahl es zur Lektüre, Barack Obama und Bill Gates ebenso. Geschrieben hat es der preisgekrönte Historiker Yuval Harari. Er lehrt an der Hebräischen Universität in Jerusalem und er ist heute zu Gast bei uns im Studio in Berlin. Das Buch «Eine kurze Geschichte der Menschheit» endete mit einem Cliffhanger. Der Homo sapiens hat 70.000 Jahre die Erde dominiert, doch die Erfolgsgeschichte könnte eines Tages zu Ende gehen. In seinem neuen Buch «Homo Deus» sagt Yuval Harari, wir stehen tatsächlich kurz vor dem Ende der Menschheit, wie wir sie kannten. Das müssen wir diskutieren. Herzlich willkommen, Yuval Harari. Hello, it's good to be here. Ja, wie sieht's denn aus? Sind wir Menschen kurz vor dem Aussterben? Ja, aber es ist kein Ende wie in einem Hollywood-Film, in dem Roboter verrückt werden und alle Menschen töten. Es ist wahrscheinlicher, dass wir neue Technologien nutzen werden, vor allem Biotechnologie und künstliche Intelligenz, um uns zu verändern und in Wesen abzugraden, die sich viel mehr von uns unterscheiden, als wir uns von den Neandertalern oder Schimpansen. Ich denke also nicht, dass in 200 Jahren Menschen wie wir die Erde bevölkern werden. Unsere Nachfahren werden eine Form von Cyberwesen sein, die das zukünftige Leben dominieren. Und was ist der Grund? Also warum haben wir Anlass, sowas zu tun? Sie schreiben in Ihrem Buch ja sehr ausführlich darüber, dass es uns eigentlich wunderbar geht zurzeit. Wir sind nicht mehr bedroht von den üblichen Gefahren, die wir einmal hatten in unserem Leben. Es gibt keine oder nicht mehr viele ansteckende Krankheiten, die uns dahin raffen wie Pest oder Pocken. Mhm. Es gibt nicht mehr so viel Welthunger, sondern wir sterben eher, weil wir zu viel essen, weil wir zu dick werden. Und es gibt auch nicht mehr so viele Kriege, auch wenn wir das fast nicht glauben können, wenn wir nach Syrien blicken. Mhm. Warum also sollen wir jetzt plötzlich finden, wir wollen was anderes werden als Menschen, wenn wir es doch so gut haben? Weil wir mehr Macht und Glück haben wollen. Und wir glauben, wir könnten das erreichen, indem wir unseren Körper, unser Gehirn und sogar unseren Geist verändern. Im Verlauf der Geschichte, über Tausende von Jahren, haben die Menschen versucht, Macht über die Welt zu gewinnen, um sie zu verändern, ihren Wünschen anzupassen und so ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Doch es hat nicht funktioniert. Wir haben mehr Macht denn je erlangt, sind aber nicht wirklich glücklicher geworden. Wir Menschen sind heute tausendmal mächtiger als in der Steinzeit. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir zufriedener sind als die Menschen von damals. Deshalb verlegen wir nun den Fokus nach innen und sagen uns, anscheinend genügte es nicht, die Welt um uns herum zu verändern. Wir müssen unsere innere Welt verändern, unseren Körper, unser Gehirn. Ich stelle mir vor, dass die wichtigsten Produkte des 21. Jahrhunderts nicht Autos, Waffen oder Nahrungsmittel sein werden, sondern Körper und Gehirne. Wir beginnen zu lernen, wie wir diese mit Biotechnologie, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz herstellen können. Und im Streben nach mehr Macht und Glück werden wir uns verändern und zu etwas anderem upgraden. Und dieses Andere, das wir anstreben, ist eben ein anderer Typus von Mensch zu werden. Sie sprechen von einem Homo Deus, währenddessen wir vorher Homo Sapiens waren. Also wir beide sind ja, glaube ich, immer noch Homo Sapiens. Um diese Geschichte zu verstehen, und Sie sind ja Historiker, Sie zeichnen alles in einer großen Entwicklung nach, müssen wir vielleicht zuerst einen Schritt noch zurückstehen. Und Sie sagen, dass alles, diese Sehnsucht danach, das Glück in uns selber zu suchen, hat mit dem begonnen, was Sie Humanismus nennen. Was ist denn passiert in diesem Humanismus? What happened during Humanism? Was passierte im Humanismus? Der Humanismus ist ein ziemlich spätes Phänomen. Er ist nicht älter als 200 oder 300 Jahre. Während dem größten Teil der Geschichte glaubten die Menschen, die Autorität komme von außen, vor allem von oben, von den Göttern, über den Wolken. In der Politik, der Ökonomie und der Ethik sagten uns die Götter, was gut und was schlecht ist und wie wir uns verhalten müssen. In den letzten zwei, drei Jahrhunderten erlebten wir dann die humanistische Revolution, die besagt, die Autorität kommt nicht von außen, sondern von innen. Hauptquelle der Autorität sind
sind die Menschen mit ihren Gefühlen und ihren freien Entscheidungen. In der Politik hatten Könige oder Kaiser zuvor ihre Autorität von den Göttern, von Gottes Gnaden. Dann kamen die Humanisten und sagten, nein, Quelle der Autorität sollten die Gefühle der Menschen sein. Wenn es also darum geht, wer der nächste Präsident der USA wird oder ob Großbritannien in der EU bleiben soll oder nicht, fragen wir weder Gott noch die Königin oder den Bischof von Canterbury. Wir bitten jeden einzelnen britischen Bürger um seine Meinung. Autorität entspringt also den Gefühlen und Entscheidungen der Individuen. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Hier zählt der Slogan, der Kunde hat immer recht. Er ist die höchste Autorität in der Wirtschaft. Das gilt auch für die Ethik. Früher haben Autoritäten festgelegt, was gut oder schlecht war. Es stand in der Bibel oder wurde vom Papst verkündet. Hinsichtlich der Homosexualität hieß es zum Beispiel, es ist schlecht, wenn zwei Männer Sex haben oder heiraten. Warum? Weil es so in der Bibel steht. Dann kamen die Humanisten und sagten, es spielt keine Rolle, was in der Bibel steht, einzig die Gefühle der Menschen zählen. Wenn zwei Männer sich lieben und niemandem schaden, was kann daran falsch sein? Die höchste Autorität sind die menschlichen Gefühle. Ich verstehe sehr gut, was Sie erzählen und gleichzeitig denke ich, stimmt das Bild wirklich, dass die Moderne sozusagen der Abschied von Gott bedeutet? Oder ist wirklich unsere Zeit eine Zeit, in der der Humanismus sich so sehr durchgesetzt hat, dass wir nicht mehr zu beten brauchen, um glücklich zu sein? Ist es nicht gerade so, dass die meisten Leute heute verzweifelter sind als früher? Sie sagen selber, es gibt nicht mehr so viele Kriegsopfer, sondern sehr viel mehr Menschen nehmen sich das Leben, sie bringen sich um. Es gibt mehr Opfer von Suiziden wie Kriegsopfer. Also die Menschen seien ja nicht glücklich, scheinen nicht glücklich zu sein. Tatsächlich sind die Menschen nicht glücklicher als zuvor, obwohl ihre Lebensbedingungen viel besser geworden sind. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Zuerst einmal hängt das Glück der Menschen von ihren Erwartungen ab und nicht von den objektiven Lebensbedingungen. Wenn sie bekommen, was sie sich wünschen, sind sie glücklich. Wenn sie etwas wollen, egal was, und es nicht bekommen, sind sie unzufrieden. Und das Problem ist, je besser die Lebensbedingungen werden, desto größer sind die Erwartungen. Heute genießen wir zahlreiche Dinge, von denen die Menschen früher nur träumen konnten. Aber wir sind nicht zufrieden, denn wir wollen viel mehr. Auch auf einer tieferen Ebene reagiert das menschliche Gehirn auf Erfolg und Genuss grundsätzlich nicht mit Zufriedenheit, sondern mit dem Wunsch, noch mehr zu haben. Egal, was wir erreichen, wir wollen mehr. Ist eigentlich aber auch der Motor des Kapitalismus. Wir müssen doch mehr wollen, um das System am Leben zu erhalten. Ja, sicher. Wenn die Menschen zufrieden wären mit dem, was sie haben, würde der Kapitalismus zusammenbrechen. Darauf gründet er. Aber dieses Phänomen ist viel älter als der Kapitalismus. Das ist keine moderne Erscheinung. So war es schon im Mittelalter. Wer damals König wurde und sein Reich hatte, war selten zufrieden damit. Er wollte mehr erobern. Aber auch die Einnahme des Nachbarreiches befriedigte ihn nicht. Er wollte noch eines und noch eines. Und so schuf er sein Imperium. Diese Neigung des Geistes, auf Erfolg mit dem Verlangen nach mehr zu reagieren, statt mit Befriedigung, ist kein modernes Phänomen, sondern Teil der menschlichen Natur. Der Kapitalismus baut darauf auf, ist aber nicht die Ursache. Jetzt, wenn wir bei diesem Punkt bleiben, dass Gott sozusagen abgeschafft werden kann, am Ende des Humanismus, am Punkt, an dem wir jetzt stehen, dann kann man sagen, die Empirie weist aber in eine andere Richtung. Ich habe eine Grafik mitgenommen vom Pew Research Center, die mich selber auch erstaunt hat. Wir sehen die Zahlen von 2010, 16,4% sind konfessionsfreie Menschen. 2050 hochgerechnet rechnen sie nur noch mit 13,2%. Das heißt, sogar weniger Menschen werden sozusagen gottlos sein im Jahr 2050. Die Muslime nehmen zu. Das heißt, das widerspricht doch eigentlich dieser These, die Sie vertreten, dass Gott
sozusagen auf der Müllhalde der Ideen landet. People still believe in God. Die Menschen glauben immer noch an Gott. Er ist einfach viel weniger wichtig. Ich sage nicht, Gott sei verschwunden. Ich komme aus Israel und weiß sehr wohl, dass die meisten Menschen, vor allem im Nahen Osten, immer noch an Gott glauben. Aber er ist weniger wichtig als je zuvor in der Geschichte. Die Menschen glauben an ihn, weil ihre Gefühle ihnen sagen, dass sie das tun sollten. Sogar in der Religion sind Gefühle die Hauptquelle der Autorität. Human feelings are the main source of authority. For example, I don't know, when there is a Gay Pride Parade in Jerusalem. Ein Beispiel dafür ist die große Gay Pride Parade, die seit 10 Jahren in Jerusalem stattfindet. Das ist einer der seltenen harmonischen Tage in der Stadt, die sonst von Konflikten und Hass dominiert wird. Einmal im Jahr, anlässlich der Gay Parade, herrscht Harmonie, weil alle gläubigen Muslime, Juden und Christen sich zusammentun, um gegen die Gay Parade zu protestieren. Sie haben ein gemeinsames Anliegen. Aber sie argumentieren nicht, ihr dürft keine Gay Parade veranstalten, weil Gott sagt, das sei eine Sünde. Sie bringen die Gefühle ins Spiel und sagen, wir wollen keine Gay Parade in der heiligen Stadt Jerusalem, weil das unsere Gefühle verletzt. Sogar sie haben gelernt, von menschlichen Gefühlen anstatt von göttlichen Geboten zu sprechen. Es gibt noch einen wichtigeren Punkt. Wenn Sie die letzten 100 Jahre zurückschauen und sich fragen, welches waren die wichtigsten Erfindungen, Entdeckungen oder neuen Ideen im 20. Jahrhundert, ist das sehr schwer zu beantworten, weil es so viele mögliche Kandidaten gibt. Das Internet, Computer, Atomwaffen, Antibiotika. Es gibt so vieles. Aber nichts Religiöses. Ja, aber dann fragen Sie sich, was war die wichtigste Entdeckung, Erfindung oder neue Idee der traditionellen Religionen? Und da gibt es nichts. Was haben Rabbiner, Priester und Mullahs erfunden, das man im gleichen Atemzug nennen könnte mit den Antibiotika, dem Feminismus oder dem Computer? Die traditionellen Religionen gibt es immer noch, aber sie haben sich von einer kreativen Kraft in eine reaktive Kraft verwandelt. Im Mittelalter waren die Religionen sehr innovativ. Die christliche Kirche war im damaligen Europa die Instanz, die dem heutigen Silicon Valley am nächsten kommt. Sie gründete viele Universitäten und leistete Pionierarbeit in der Datenverarbeitung. Sie erfand alle möglichen Systeme, um Daten zu sammeln, sie zu analysieren und Archive zu erstellen. Darin war die Kirche führend. Jeder König, der eine bürokratische Struktur, eine Administration schaffen wollte, wandte sich an die Priester und Mönche. Aber heute sind die Kirche und die meisten religiösen Institutionen nicht mehr als eine reaktive Kraft. Sie erbringen in keinem Bereich Pionierleistungen. Als das Internet erfunden wurde, fragten sich die Rabbiner, was tun wir nun damit? Sollen wir den gläubigen Juden erlauben, es zu benutzen oder nicht? Oder die neuen Impulse des Feminismus. Die Priester fragen sich, was soll das? Wie reagieren wir auf diese aufrührerischen Ideen? Hier spricht ja der brillante Historiker aus Ihnen, der eben diesen großen Bogen zeichnet. Und für mich ist es auch so, wenn ich dieses Buch lese, dass ich die ganze Zeit denke, ich möchte über alle diese Thesen mit Ihnen gleich sprechen. Und ich finde das alles hochinteressant. Ich habe mich nur gefragt, ist es nicht trotzdem eine These, die stark auf die westlich gedachte Welt zutrifft, die eben diese Sehnsucht hat, den Menschen weiterzuentwickeln, weil sie nämlich nicht mehr auf Gott gesetzt hat und Gott jetzt sozusagen in der eigenen Überhöhung sucht, das ist so ungefähr eine der Kernthesen, währenddessen ich den Eindruck habe, eben, schauen wir in den Nahen Osten, gibt es da nicht die andere Bewegung, dass man sagt, nein, nein, wir wollen eben genau die Politik wieder mit der Religion zusammenbringen. Wir wollen eben genau, dass die Religion wieder die Macht hat. Ja, aber es ist wie im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution. Es war nicht so, dass plötzlich die ganze Welt an die Macht der Industrie glaubte, an die Dampfkraft, die Elektrizität, die telegrafische Übertragung von Informationen. Es waren einige wenige Länder, welche die Industrialisierung der Welt anführten. Zuerst Großbritannien, dann Frankreich, Deutschland, die USA.
Die meisten Länder wurden von der Industrialisierung nicht erfasst und blieben weit zurück. Und die wenigen Länder, welche die Industrialisierung vorantrieben, begannen die ganze Welt zu kontrollieren und machten sie zu dem Planeten, den wir heute kennen. Sie prägten nicht nur Großbritannien, sondern auch Afrika, Asien, den Nahen Osten und Südamerika. Länder oder Kulturen, die auch im 21. Jahrhundert zurückbleiben und sich nicht an der neuen Revolution der Biotechnologie und künstlichen Intelligenz beteiligen, werden erneut Opfer der neuen Großmächte. Das sind nicht mehr unbedingt die europäischen Länder, sondern vielleicht China und Südkorea. Aber die wenigen Länder, welche die neue Revolution der Biotechnologie und künstlichen Intelligenz anführen, werden noch mehr Macht erlangen als Großbritannien und Frankreich im 19. Jahrhundert. Sie werden die gesamte Welt des 21. Jahrhunderts prägen. Und dann würden Sie sagen, das ist dann wie eine Ansteckung. Die anderen werden mitziehen, ob sie wollen oder nicht. Sie werden nicht unbedingt dazu gedrängt, mitzuziehen, sondern vielleicht besetzt und ausgebeutet, wie Indien, China und fast ganz Afrika im 19. Jahrhundert. Ich denke, die wichtigste Frage für praktisch alle Länder der Welt lautet: Führen wir diese Revolution an oder bleiben wir zurück? Und wer heute zurückbleibt, ist in größerer Gefahr als Afrika und China im 19. Jahrhundert, als diese sich nicht rechtzeitig an der industriellen Revolution beteiligten und deshalb von den wenigen industriellen Großmächten, von Großbritannien, Frankreich und später Japan und den USA, erobert und ausgebeutet wurden. Bleiben wir mal bei der Welt, die jetzt eben, oder bei, sagen wir, der Kultur vielleicht auch, die diese Revolution vorantreibt. Also nehmen wir mal an, Sie haben recht, die Menschen möchten keine Homo sapiens mehr sein, sondern Homo Deus werden. Dann haben Sie am Anfang schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Upgrade vorangetrieben werden kann. Sie bieten eigentlich drei Möglichkeiten an. Sie sagen, das könnte genetische Selektion sein oder genetische Verbesserung. Dann wären wir vielleicht in 200 Jahren so etwas wie Designer-Babys, die erwachsen geworden sind. Mhm. Das könnte sowas sein wie Cyborgs. Das heißt, wir beginnen uns technisch zu verbessern und werden halb zu Maschinen. Oder es könnte so etwas sein wie Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenzen, Androide, Roboter, die eigentlich menschenähnliche Qualitäten haben, aber intelligenzmäßig uns noch weit überlegen sind. Mhm. Drei Typen, wie man Homo Deus werden kann. Welchen Typus würden Sie wählen, wenn Sie wählen könnten? Ich persönlich halte es nicht unbedingt für das wichtigste Ziel im Leben, ein Supermensch zu werden und diese immense Macht zu besitzen. Das strebe ich nicht an und ich empfehle auch niemandem, es zu tun. Ich sage einzig als Historiker, das geschieht momentan. Sie können es überall beobachten. Wir sprechen davon, dass Menschen mit Computern verschmelzen und zu Cyborgs werden, zu Wesen, die halb Mensch und halb Computer oder Roboter sind. Das ist keine Zukunftsvision, dieser Prozess ist bereits im Gang. Menschen verschmelzen schon heute mit ihren Smartphones, mit ihren Facebook-Accounts und Computern. Immer mehr Arbeiten, für die wir früher auf unser Gehirn oder unseren Körper angewiesen waren, lagern wir an diese Geräte aus. Und schon bald werden wir sie direkt mit unserem Körper verbinden. Dann ist es nicht mehr so, dass ich ein Smartphone habe. Das Smartphone ist ein Teil von mir. Die nächste Evolutionsstufe in diesem Bereich wird man mit biometrischen Sensoren erzielen. Diese werden Teil unseres Körpers sein und aus unserem Inneren ständig biometrische Daten an ein Smartphone oder einen Computer übermitteln und im Gegenzug Befehle erhalten. Ich kann Ihnen an einigen Beispielen zeigen, wie sich dadurch der Alltag der Individuen verändert.
Nehmen Sie alle diese Partnervermittlungsagenturen im Internet. Stellen Sie sich vor, dass Sie einen biometrischen Sensor auf sich tragen. Sie gehen eine Straße lang und sehen jemanden, der Ihnen gefällt. Die App auf Ihrem Smartphone registriert sofort, dass Sie diese Person sexuell anziehend finden, denn Ihr Blutdruck steigt an und Ihre Pupillen weiten sich und so weiter. Womöglich merken Sie es selber gar nicht, aber die App weiß es. Und sie kann das Smartphone der anderen Person kontaktieren und herausfinden, ob diese sie auch attraktiv findet. Dieser Prozess muss nicht von Ihrem Gehirn, Ihren Augen oder Ihrem Willen gesteuert werden. Dies übernimmt das Smartphone für Sie und bestimmt zunehmend Ihr Sexual- oder Liebesleben. Und Sie sagen jetzt selber, es geht jetzt gar nicht mehr erstmal darum, zu bewerten, was wir da aussuchen möchten. Das werden wir später noch machen. Sondern Sie beschreiben erst einmal und sagen, als Historiker interessiert sich die Bewegung. Sie interessiert die Evolution des Menschen und Sie sagen, da passiert etwas ganz, ganz Grundlegendes im Moment. Das finde ich schon an sich interessant, dass Sie als Historiker in die Zukunft schauen. Was macht eigentlich ein Historiker, wenn er in die Zukunft blickt? Ich versuche nicht, die Zukunft vorherzusagen, denn das ist unmöglich. Niemand weiß, was in 20 oder 50 Jahren passieren wird. Ich versuche vielmehr, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich bin weniger an der Technologie an und für sich interessiert, sondern an deren sozialen, politischen und philosophischen Tragweite. Ich bin nicht auf Computerwissenschaften oder Biologie spezialisiert, daher habe ich kein Interesse an den technischen Aspekten des maschinellen Lernens oder der Gentechnologie und mir fehlt das nötige Wissen. Aber aufgrund meiner Kenntnisse über frühere Revolutionen in der Geschichte versuche ich aufzuzeigen, wie sich die künstliche Intelligenz auf den Stellenmarkt, auf Familienstrukturen, Liebesbeziehungen und Religionen auswirken wird. Diese Überlegungen bringe ich als Historiker in die Zukunftsforschung ein. Und wenn Sie beschreiben, was mit uns Menschen passieren wird, eben an dieser Schnittstelle zum Homo Deus hin, dann haben Sie jetzt gerade zum Beispiel beschrieben, wie sehr wir verschmelzen könnten mit den Maschinen. Und ein Stück weit sagen Sie da aber auch im Buch, es wird so weit kommen, dass der Mensch sich als Mensch abschafft. Und das hat auch damit zu tun, dass Sie sagen, der Mensch ist überhaupt nicht so speziell, wie wir immer gemeint haben. Der Mensch ist eigentlich, wenn wir genau hinschauen, nur ein Algorithmus. Das müssen Sie erklären. Das ist schwierig. Grundsätzlich geht es um folgende Idee. Menschen besitzen keinen freien Willen. Der freie Wille ist eine Art Mythos, den wir vom Christentum, von früheren Traditionen und Religionen übernommen haben. Menschliche Gefühle basieren vielmehr auf sehr schnellen Kalkulationen des Nervensystems und des Gehirns. Davon gehen die Lebenswissenschaften momentan aus. Eindrücke und Gefühle sind das Resultat von extrem schnellen Kalkulationen oder Algorithmen, die wiederum von der natürlichen Selektion geprägt sind. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel, denn das klingt sehr abstrakt. Was heißt es, dass Emotionen und Sinnesempfindungen Algorithmen oder Kalkulationen sind? Nehmen wir nicht Menschen, sondern Tiere, zum Beispiel Paviane. Auch sie haben Emotionen und Sinneseindrücke. Angenommen, Sie sind ein Pavian in der afrikanischen Savanne und Sie sehen einen Baum mit Bananen. Nicht weit von diesem Baum entfernt entdecken Sie auch einen Löwen. Und Sie müssen eine Entscheidung treffen. Riskiere ich mein Leben für die Bananen oder nicht? Solche Entscheidungen mussten Tiere in den Milliarden Jahren der Evolution fällen, um überleben zu können. Dies ist im Grunde eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Löwe mich frisst, wenn ich versuche, die Bananen zu pflücken? Dagegen steht die Wahrscheinlichkeit, dass ich verhungere, wenn ich die Bananen nicht fresse. Um zu überleben, muss der Pavian diese Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Dafür braucht er viele Informationen.
Informationen über die Bananen. Wie weit weg sind sie? Wie viele sind es? Sind sie groß oder klein? Reif oder grün? Drei kleine grüne Bananen sind etwas ganz anderes als 10 große süße Bananen. Der Pavian braucht außerdem Informationen über den Löwen. Wie weit ist er entfernt? Wie schnell kann er rennen? Schläft er oder ist er wach? Zudem benötigt der Pavian Informationen über sich selber. Wie schnell kann ich rennen? Wie hungrig bin ich? Und so weiter. Alle diese Daten muss der Pavian in einem Bruchteil einer Sekunde gegeneinander abwägen. Wie macht er das? Nicht mit Stift und Papier oder einem Taschenrechner. Der ganze Körper und vor allem das, was wir Wahrnehmungen und Emotionen nennen, sind seine Rechenmaschine. Die Daten werden aufgenommen durch Sinneseindrücke, durch das, was der Pavian riecht, berührt oder sieht. Und in Sekundenbruchteilen kalkuliert sein Gehirn diese Wahrscheinlichkeiten. Das Ergebnis zeigt sich als Gefühl. Entweder ist es Mut oder es ist Angst. Was wir Emotionen nennen, sind Algorithmen, berechnete Wahrscheinlichkeiten. Und zwar nicht nur bei Pavianen und Löwen, sondern auch bei Menschen. Genau, und da wird es ja interessant oder da tut es auch weh. Weil wenn wir uns so vorstellen, dann gehen sie weiter und sagen, okay, und jetzt gibt es Algorithmen da draußen, irgendwelche Computerprogramme, Sensoren, biometrische Sensoren haben Sie schon genannt, oder mit der Zeit kleinste Nanocomputer, die durch unsere Blutbahnen flitzen und Messungen vornehmen. Und dann werden die Algorithmen uns sagen, wie wir entscheiden sollen, weil die nämlich zusammen mit unserem ganzen evolutionären Programm kurzgeschlossen sehr viel treffsicherer wissen, was für uns eigentlich gut ist. Wir werden uns daran gewöhnen. Ja, die Idee ist folgende. Bis jetzt waren unsere biochemischen Algorithmen, unsere Gefühle, die besten im Universum. Sie wurden von Millionen Jahren der Evolution geprägt und die Menschen taten gut daran, ihnen zu vertrauen. Jetzt sind wir nahe daran, elektronische Algorithmen zu kreieren, die uns besser kennen als wir selber und daher besser sagen können, wie wir uns verhalten und welche Entscheidungen wir fällen sollen. Es beginnt mit sehr einfachen Dingen, zum Beispiel mit der Frage, welches Buch man lesen soll. Früher, im humanistischen Zeitalter, wählten sie ihre Lektüre aufgrund von Gefühlen und von Empfehlungen einiger Freunde oder Familienmitglieder. Doch heute loggen sie sich im Internet im Amazon-Buchversand ein. Und sofort erscheint ein Algorithmus und gibt ihnen zu verstehen, ich kenne sie, ich bin ihnen gefolgt und habe Daten über sie gesammelt. Und aufgrund dieser Daten und Statistiken von Millionen anderer Leser empfehle ich Ihnen dieses oder jenes Buch. Doch das ist noch sehr einfach. Es gibt eine nächste, komplexere Stufe, die wir bereits erleben, denn es werden immer mehr Daten über Sie gesammelt. Während Sie zum Beispiel ein Buch auf Kindle lesen, liest das Buch Sie. Zum ersten Mal in der Geschichte lesen Bücher Menschen. Genau, und genau deswegen will ich keinen Kindle und genau deswegen will ich keine Bücher bei Amazon bestellen, weil ich nämlich das lesen will, was ich lesen will. Und Sie sagen jetzt, liebe Frau Bleisch, vergessen Sie es, es gibt kein Ich. Aber wie wissen Sie, welche Bücher wirklich gut sind für Sie? Für welche Sparte Sie sich auch interessieren, ob Sie Unterhaltung, intellektuelle Bereicherung oder sonst etwas wünschen, wie wissen Sie, was gut ist für Sie? Momentan sind Sie auf Ihren Instinkt angewiesen. Genau, aber es fühlt sich so an, als wäre es meine Entscheidung. Und zu meinen Entscheidungen gehört auch, dass ich mich täusche, dass ich auf die Nase falle, dass ich scheitere. Aber das bin ich. Ja, aber was, wenn Sie bessere Bücher entdecken könnten, die Ihr Leben mehr bereichern? Bücher, von denen Sie nach der Lektüre sagen, das ist ein gutes Buch. Ich danke Amazon für diese Empfehlung. Ich wäre nie von mir aus darauf gestoßen. Dank Amazon lese ich es nun. Lesen Sie nur solche Bücher?
Ich denke, immer mehr. Das geschieht auch um uns herum. Bereits durchgesetzt hat sich, wie die Leute sich orientieren, um von A nach B zu gelangen. Wer früher von hier zum Hauptbahnhof fahren wollte, vertraute seinem Instinkt und seinen Gefühlen. Heute vertrauen mehr und mehr Leute auf Google Maps. Sie kommen an eine Kreuzung und wollen instinktiv rechts abbiegen. Doch Google warnt sie. Dort geraten sie in einen Stau, biegen sie links ab. Immer mehr Leute vertrauen aufgrund ihrer Erfahrung Google Maps mehr als ihren eigenen Gefühlen, weil der Algorithmus besser ist. Ich gehe davon aus, dass diese Tendenz zunimmt, nicht nur bei der Wahl von Büchern, sondern bei viel wichtigeren Dingen, wie der Wahl von Freunden oder Liebespartnern. In nicht allzu ferner Zukunft, wenn genügend Daten und Computerleistung zur Verfügung stehen, werden die Menschen Google Maps, Amazon oder Facebook vertrauen, um sogar ihre Freunde oder Ehepartner auszuwählen. Sie haben ein Problem bis jetzt umschifft, oder wir haben es gemeinsam umschifft, nämlich das, was die Philosophen das Hard Problem nennen, das Problem des Bewusstseins. Weil wenn wir den Menschen einfach als Algorithmus beschreiben, der eben verbessert werden kann mit zusätzlichen externen Algorithmen, dann stellt sich die Frage, wo genau ist eigentlich das, was wir früher Seele nannten, heute Bewusstsein nennen, wo hat das Platz? Und gibt es da nicht doch einen Unterschied zwischen uns als Menschen, uns Tieren, vielleicht gewissen Tieren und vor allem eben irgendwelcher künstlicher Intelligenz? Nun, wir müssen unterscheiden zwischen Seele und Bewusstsein. Die Seele ist ein mythologisches Konzept. Wir haben keinerlei Beweis für die Existenz der Seele. Sofern Sie unter Seele eine individuelle, ewige Essenz verstehen, die sich nicht verändert von der Geburt bis zum Tod und die womöglich sogar darüber hinaus für immer bestehen bleibt. Das ist die religiöse Vorstellung, ja. In this sense, wir haben keinerlei Beweise, dass so etwas tatsächlich existiert. Es ist nur ein Mythos. Das Bewusstsein hingegen ist ein Strom subjektiver Erfahrungen, die wir Moment für Moment erleben. Es ist das Realste, was es gibt. Die ganze Welt könnte auch nur eine Art Traum sein oder eine Matrix, wie im gleichnamigen Film. Aber mein Bewusstsein ist real. Es ist das Einzige auf der Welt, für das es keine Zweifel gibt. Wenn ich Schmerzen habe, kenne ich vielleicht die Ursache dafür nicht. Aber die Empfindung der Schmerzen ist real. Momentan haben wir keine gute Theorie dafür, was Bewusstsein ist oder wie es entsteht. Wissenschaftler vermuten, dass das Gehirn irgendwie bewusste Erfahrungen produziert, aber wir haben keine Idee, wie das vor sich geht. Das ist ein Stück weit, wenn ich Sie richtig verstehe, die Position von Daniel Dennett, dem großen Philosophen, ein Stück weit auch eine sehr physikalistische Position, dass man sagt, auch Bewusstsein ist zurückführbar auf Algorithmen, auf physikalische Prozesse, biochemische Prozesse, die in uns ablaufen. Aber es ist eben nichts Mystisches an diesem Bewusstsein. Die Lebenswissenschaften gehen allgemein von der Theorie aus, dass irgendwelche biochemische und elektrische Prozesse im Gehirn bewusste Erfahrungen schaffen. Wenn Milliarden Neuronen im Gehirn in einem gewissen Muster feuern, empfinden sie Liebe. Feuern die Neuronen in einem anderen Muster, empfinden sie Hass. Das ist die allgemeine Theorie. Aber bis heute haben wir keine Ahnung, wie und warum das passiert. Warum hat man, wenn Milliarden Neuronen feuern, die subjektive Empfindung von Liebe? Das wissen wir ganz einfach nicht. Aber das Beste an der Wissenschaft ist, dass man anders als in der Religion keine fantasievolle Theorie erfinden muss, wenn man etwas nicht weiß. Man kann einfach sagen, wir wissen es nicht. Und deswegen spricht man in der Philosophie ja auch vom Hard Problem, weil wir es nicht wissen und bis jetzt nicht wirklich gelöst haben. Nun sagen Sie, lange haben wir an Gott geglaubt, unsere Religion bestand darin, zum Beispiel an eine Seele zu glauben, auch daran zu glauben, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei, was ganz Spezielles, was kein Roboter je sein wird, was kein Tier je war.
Und jetzt kommt eine neue Religion mit dem Homo Deus. Der Homo Deus, der glaubt an den Dataismus. Was genau ist das für eine Religion? Der Dataismus beruht auf folgender Idee. Wenn ein externer Algorithmus genügend Daten von mir besitzt und genug Rechenleistung erbringt, versteht er mich besser, als ich mich selber verstehe, und hat darum die Autorität, Entscheidungen bezüglich meines Lebens zu fällen. In der Religion geht es letztendlich um Autorität. Es geht nicht um Gott, den Himmel oder die Sünde. Über Jahrtausende erzählte die wichtigste religiöse Geschichte, die Autorität stamme von Gott. Davon handeln mehrere Mythologien. In den letzten 2 bis 3 Jahrhunderten revidierte die humanistische Revolution diese Geschichte und verkündete, nein, die Autorität entspringt menschlichen Gefühlen. Und jetzt erleben wir die nächste Revolution mit dem Dataismus, der besagt, Autorität kommt weder von Gott noch von menschlichen Gefühlen, sondern von Daten. Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was dazu auch noch gehört, nämlich der Umgang mit dem Tod. Sie sagen, der Tod wird in Zukunft mit dieser dataistischen Revolution, mit der Revolution zum Homo Deus hin ein technisches Problem werden. Und das ist ja auch etwas, was viele Futuristen sagen. Ray Kurzweil ist ein berühmtes Beispiel dafür. Zusammen mit einem Google-Subunternehmen sind sie daran, den Tod abzuschaffen. Sie sagen, bereits 2050 werden wir regelmäßig hingehen, einen biologischen Reset-Button drücken können, uns general überholen lassen und dann können wir locker 400 Jahre alt werden. Mhm. Glauben Sie das wirklich? Ich denke, das ist noch verfrüht. Im Jahr 2050 werden wir noch nicht die nötige Technologie haben, um das Leben unendlich fortsetzen zu können. Doch in 100 oder 200 Jahren könnte es durchaus möglich sein. Aber schon heute, eigentlich bereits seit 100 oder 200 Jahren, haben wir ein neues Konzept des Todes. Er ist zum technischen Problem geworden. Dies, nachdem er fast in der gesamten Menschheitsgeschichte ein metaphysisches Phänomen darstellte und für die meisten Religionen heilig war. Sie sahen den Tod als essentiellen Teil des Lebens. Er verlieh dem Leben erst Bedeutung. Denken Sie ans alte Ägypten mit seinen Pyramiden und Mumien. Denken Sie ans Christentum und den Islam. Sie alle haben ohne Tod keine Bedeutung. Ohne Leben nach dem Tod, ohne Himmel und Hölle gibt es kein Christentum. Der Tod ist also grundlegend. Aber in den letzten 2, 3 Jahrhunderten kamen neue weltliche Ideologien auf, welche die Bedeutung des Lebens nicht mehr länger vom Tod abhängig machen. Für sie ist der Tod nur ein unerfreuliches technisches Problem. Nehmen Sie den Kommunismus, den Sozialismus, den Feminismus, den Liberalismus. Diese Ideologien machen die Bedeutung des Lebens nicht mehr vom Tod abhängig. Was passiert mit einem Kommunisten, wenn er stirbt? Wer weiß? Marx beschäftigte die Frage, was nach dem Tod geschieht, ganz einfach nicht. Auch im Feminismus fragt Mann oder Frau sich nicht, was nach dem Sterben passiert. Der Tod wurde aus der Gleichung entfernt. Menschen sterben nicht, weil es zum göttlichen Plan gehört, sondern weil sie einen Herzinfarkt erleiden. Und der Herzinfarkt ist auf ein anderes technisches Problem zurückzuführen. Aber die Sinnstiftung des Todes, die kann ja auf 2 Arten geschehen, philosophisch gesehen. Man kann sagen, einerseits, es gibt diese Idee, dass wir weiterleben nach dem Tod und der Sinn besteht darin, der Sinn des Todes besteht darin, dass es nachher weitergeht. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, der Tod hat einen Sinn für unser jetziges Dasein, weil nur dadurch, dass wir endlich sind, wird es nicht langweilig auf Erden, weil sonst sind wir gefangen in der ewigen Wiederholung. Und genau diesen Punkt widerspricht Ray Kurzweil. Und ich möchte das mit Ihnen ganz kurz anschauen, was er dazu sagt. Wenn wir radikale Lebensverlängerung ohne radikale Lebenserweiterung hätten, würde es langweilig werden. Aber es wird beides geschehen. Wir werden unsere Persönlichkeit erweitern, wir werden Computer in unserem Körper haben und so unser Wissen und unsere Fähigkeiten erweitern. Wir werden Millionen virtueller Umgebungen direkt erfahren können. Wir werden unsere emotionalen Fähigkeiten vergrößern. Wir werden kreativer werden. Alles Dinge, die das Leben lebenswert machen. So all the things that make life worthwhile are going to increase as well.
Ich denke, es kommen auch viele Probleme auf uns zu, wenn wir das Leben beliebig verlängern können. Zuerst einmal wird es wahrscheinlich sehr teuer sein, zumindest für die ersten Generationen. Also haben nur die Reichen die Chance, jahrhundertelang schön und jung zu bleiben. Das wird gewaltige Wut auslösen in der armen Bevölkerung. Denn während der bisherigen Menschheitsgeschichte war der Tod die große ausgleichende Macht. Die Armen konnten sagen, die Reichen haben zwar ein gutes Leben, aber sie müssen wie wir sterben. Doch stellen Sie sich eine Welt vor, in der nur die Armen sterben und die Reichen weiterleben. Das wird viele wütend machen. Und wer reich ist, hat viel mehr Angst als zuvor. Denn wir reden hier nicht von Unsterblichkeit. Sie können immer noch sterben. Sie haben die Möglichkeit, unendlich zu leben, dank neuer Behandlungen. Aber wenn Sie zum Beispiel von einem Auto überfahren werden, sind Sie tot. Das kann niemand rückgängig machen. Die Angst vor dem Tod wird also größer sein denn je. Die Menschen werden keine Risiken eingehen wollen. Es war heute riskant, hierher zu reisen. Das Flugzeug hätte abstürzen können. Doch da ich so oder so sterben werde, bin ich bereit, gewisse Risiken einzugehen. Aber da viele die Chance, ewig zu leben, nicht verpassen wollen, weil sie diesen oder jenen Fehler machen, gibt es wohl nicht nur mehr Wut, sondern auch viel mehr Angst als je zuvor. Das ist ein Punkt, den man negativ sehen könnte. Das andere ist, dass mir ehrlich gesagt dieser grenzenlose Optimismus irgendwie übertrieben scheint. Obwohl ich auch immer wieder denke, Sie bringen so viele Beispiele im Buch, dass man sich schon hinterfragen muss in den Überzeugungen, die man hat. Ich hatte zum Beispiel die starke Überzeugung, dass künstliche Wesen, Roboter nie wirklich kreativ werden können oder nicht so kreativ wie wir. Ich habe ein Musikstück mitgebracht. Kennen Sie diese Musik? Oh ja, ja, ja. Was ist es? Ich kenne dieses bestimmte Stück nicht, aber im Buch beschreibe ich ein Computerprogramm, das Musik im Stil von Johann Sebastian Bach komponiert. Und die meisten Menschen können, wie auch ich, den Unterschied zwischen seiner Musik und der Computerkomposition nicht erkennen. Auch ich. Und das Computerprogramm kann, so schreiben Sie es, 5000 Choräle in einem Tag komponieren. Ja, und wenn es um Kunst geht, stellt sich einmal mehr eine philosophische Frage. Was ist die wichtigste Aufgabe der Kunst? Gewisse Leute finden, Kunst solle vor allem Gefühle auslösen. Doch wenn Kunst Emotionen wecken soll, werden Computer sehr bald viel bessere Künstler sein als Menschen. Denn aufgrund ihrer Datenmenge und Rechenleistung können sie viel besser mit unseren Emotionen spielen als jeder menschliche Künstler. Sie verfügen nicht über eigene Emotionen. Computer haben kein Bewusstsein, sie haben keine Gefühle. Aber sie haben die Fähigkeit, die Emotionen der Menschen viel präziser zu manipulieren oder zu inspirieren als jeder menschliche Künstler. Wenn ich in ein Konzert gehe, dann möchte ich aber nicht nur den perfekten Klang, sondern ich schätze es, die Musiker zu sehen, von denen ich weiß, die sind wie ich, aus Fleisch und Blut, und die haben dieses perfekte Können. Die sind in der Lage, so zu spielen, wie ich es nie beherrschen werde. Und das zu erleben, berührt mich ja auch. Es ist ja nicht alleine der perfekte Klang. Und eine Maschine würde ich nie gleichermaßen bewundern. Oder glauben Sie, das wird sich auch ändern? Ich denke, das wird sich ändern. Es hängt damit zusammen, was Sie erwarten. Sie sind mit gewissen Erwartungen an die Kunst aufgewachsen und sind vielleicht entsetzt über etwas, das diese Erwartungen enttäuscht. Aber angenommen, Sie hören Musik hinter einer Leinwand. Sie werden davon berührt und inspiriert und spüren Liebe, Angst, Wut, was auch immer. Dann nimmt man die Leinwand weg und Sie sehen, dass dort keine Menschen sind, sondern nur ein Computer. Was würden Sie dann denken? Ihre Emotionen waren echt. Sie könnten Ihre Definition von Kunst ändern und sagen, in der Kunst geht es um etwas anderes als darum, Emotionen zu wecken.
dann funktioniert es vielleicht nicht. Aber solange wir überzeugt sind, dass Kunst menschliche Gefühle anrühren soll, werden Computer schon bald bessere Künstler sein als die meisten Menschen. Mhm. Herr Harari, Ihr Buch liest sich spannend wie ein Krimi. Und natürlich habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, und damit komme ich eigentlich zurück zum Anfang unseres Gesprächs, zur Bewertung, nämlich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, finden Sie eigentlich die Geschichte, die Sie erzählen, selber attraktiv? Ich meine, möchten Sie gerne in dieser Welt leben? Wie ich schon sagte, meine Aufgabe als Historiker ist nicht zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, seien Sie optimistisch oder pessimistisch. Ich versuche einfach zu verstehen, was in der Welt um uns herum geschieht und wie es in den nächsten Jahrzehnten und Generationen womöglich weitergeht. Das ist meine erste und wichtigste Aufgabe. Und natürlich muss ich darauf hinweisen, dass die Technologie nicht eine bestimmte Zukunft vorgibt. Wir können sie nutzen, um völlig verschiedene Gesellschaften zu errichten. Im 20. Jahrhundert standen uns neue Technologien zur Verfügung wie Hochgeschwindigkeitszüge, Radio, Fernsehen und Elektrizität. Diese Technologien konnten wir nutzen, um kommunistische Diktaturen, faschistische Regime oder liberale Demokratien aufzubauen. Das Fernsehen gab es zum Beispiel überall, und es hing von den Menschen ab, was sie damit machten. Das Gleiche geschieht im 21. Jahrhundert. Wir haben neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Biotechnologie und so weiter. Aber diese geben nicht nur eine Form von Zukunft vor. Sie eröffnen verschiedene Möglichkeiten. Und es liegt an uns, weise zu entscheiden, wie wir sie einsetzen. Absolut. Zukunft lässt sich gestalten. Zukunft ist nicht einfach etwas, was wir beschreiben, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen und es gestalten. Und denn genau deswegen frage ich Sie noch einmal, Sie, die Sie so viel wissen über die Zukunft, wie finden Sie denn, dass wir die Zukunft gestalten sollten? Ich würde sagen, die wichtigste Frage ist das Leiden. Wir sollten so gut wie möglich zu verstehen versuchen, was Leiden bedeutet, was dessen tiefere Ursache ist und wie wir es auf der ganzen Welt verringern können. Und jede Technologie kann, je nachdem, wie sie eingesetzt wird, Leiden entweder vergrößern oder verringern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, nicht von Menschen, sondern von Tieren. Wenn man sieht, wie wir andere Tiere behandeln, vor allem Nutztiere wie Kühe, Schweine und Hühner, sind das die bemitleidenswertesten Lebewesen der Welt. Es ist unglaublich, welch immenses Leid die Fleisch- und Milchindustrie Milliarden Tieren zufügt. Die Biotechnologie kann dieses Leid entweder vergrößern oder verringern. Man kann sie dazu benutzen, um Kühe, Schweine und Hühner zu züchten, die mehr Fleisch produzieren und dabei völlig außer Acht lassen, was das für die Tiere bedeutet. Sie können aber die Biotechnologie auch nutzen, um sogenannt sauberes Fleisch oder Zellenfleisch zu produzieren, nämlich Fleisch, das aus Zellen gezüchtet wird. Genau. Um Steaks essen zu können, muss man keine Kuh großziehen und dann töten. Man kann das Steak ganz einfach aus Zellen herstellen. Das wurde bereits gemacht. Vor 4 Jahren kostete ein künstliches Steak $300.000. Heute sind es nur noch $11. Mit der richtigen Investitions- und Forschungsstrategie werden wir in 10 Jahren künstliche Steaks und Hamburger billiger verkaufen als Schlachtfleisch. Diese Entscheidung können wir treffen. Und es ist nicht nur die Wahl, die wir haben, sondern ich glaube, da spricht ja jetzt auch nicht nur der Historiker aus Ihnen, sondern Sie leben ja selber auch als Veganer. Sie danken in diesem Buch auch Ihren 3 Hunden für die Hundeperspektive, die Sie diesem Buch ein Stück weit gegeben haben. Sie lachen, weil es natürlich vielleicht ein bisschen ironisch gemeint, aber trotzdem interessiert es mich, was ist eine Hundeperspektive oder was tragen die Hunde bei dazu, wie Sie auf die Welt blicken?
Sie erinnern uns daran, dass Menschen nicht die einzigen Lebewesen mit Gefühlen, Emotionen und Sinneseindrücken sind, die einzigen Lebewesen, die leiden oder glücklich sein können. Wenn wir an die Zukunft denken, müssen wir uns bewusst sein, inwiefern wir mit unserem Handeln zum Leid oder Glück anderer Tiere beitragen. Wir dürfen nicht nur die Menschen berücksichtigen. Sie sind auch ein Mensch, der sehr viel meditiert. Und wenn ich Sie so höre, über das Mitgefühl sprechen, frage ich mich, hat das vielleicht auch einen Zusammenhang? Sie meditieren täglich 2 Stunden, Vipassana-Meditation. Mhm. Sie gehen auch 30 bis 60 Tage pro Jahr in die Berge, für sich, ganz in die Ruhe, ohne irgendwelche Computer. Das ist ja eigentlich berühmt an dieser Art von Meditation, dass es da auch darum geht, nicht nur zur Ruhe zu kommen und sich zu beobachten, den Atem zu beobachten, sondern auch Mitgefühl zu erlernen. Ist das etwas, was Sie spezifisch aus dieser Meditation ziehen? Ja, sehr. Das habe ich von der Vipassana-Meditation gelernt, die ich tatsächlich praktiziere. Für mich lautet die wohl wichtigste Frage, was ist Realität? Was ist real? Unser Geist produziert ständig Geschichten, Märchen und Fantasien, die verhindern, dass wir die Realität sehen. Meditation ist für mich keine Flucht vor der Realität, sondern eine Methode, um mit ihr in Kontakt zu kommen, um die Fantasien und fiktiven Geschichten, die unser Geist ständig produziert, zu durchschauen. Es beginnt mit sehr einfachen Dingen. Als ich vor 17 Jahren anfing zu meditieren, doktorierte ich in Oxford und wollte die Vipassana-Meditation kennenlernen. Die erste Übung war sehr einfach. Wir mussten nur den Atem beobachten, der durch die Nase ein- und ausströmte. Das war alles. Wir mussten ihn nicht kontrollieren, sondern nur beobachten, wie er ein- und ausströmte. Ich war an meiner Doktorarbeit und dachte, ich bin doch intelligent, ich kenne meinen Geist und kann meine Aufmerksamkeit kontrollieren. Aber es gelang mir nicht länger als 10 Sekunden. Ich versuchte, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und schon war mein Geist weg und beschäftigte sich mit Erinnerungen, Geschichten und Fantasien. Da realisierte ich, dass ich nichts über meinen Geist wusste und meine Aufmerksamkeit nicht unter Kontrolle hatte. Doch wie kann man sich erhoffen, viel tiefere Wahrheiten wie den Ursprung des Leidens in sich drin zu beobachten oder die Welt zu verstehen, wenn man etwas so Einfaches wie den Atem, der durch die Nase ein- und ausströmt, nicht beobachten kann? So begann ich meine Meditationspraxis. Und in den 17 Jahren lernte ich, mich zu konzentrieren und meinen Geist zu klären, um mich und die Welt ein wenig besser zu verstehen, vor allem die tiefe Ursache des Leidens in meinem Leben und in der Welt. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu diesem Zeitalter des Homo Deus, in dem der Mensch ein Upgrade anfängt, und ich Ihre These nehme von vorhin, dass Sie gesagt haben, wichtig wäre Ihnen, dass wir den Wert des Mitgefühls kultivieren. Können wir denn hoffen, dass diese neuen Menschen Mitgefühl haben werden? Können wir hoffen, dass auch irgendwelche Roboter, Cyborgs, Androide Mitgefühl haben werden? Nicht unbedingt. Es hängt davon ab, wie wir uns selber verändern und alle diese neuen Technologien und Produkte konzipieren. Eine Gefahr ist, dass sie auf die Bedürfnisse der Wirtschaft, des Militärs und der Politik ausgerichtet sein werden. Die zukünftigen Menschen werden dann viel effizienter sein, aber nicht unbedingt mitfühlender, moralischer oder glücklicher als wir. Eine ganz kurze Frage zum Schluss, Yuval Harari. Karl Valentin hat mal gesagt, früher war die Zukunft auch besser. Stimmen Sie ihm zu? Nein, ich denke, jede Generation erwartet extrem viel von der Zukunft, hat aber auch große Angst davor. But they are also very frightened about the future.
Diesbezüglich unterscheiden wir uns nicht von früheren Generationen. Doch heute ist es schwieriger denn je in der Menschheitsgeschichte, sich vorzustellen, wie die Welt in 20 oder 30 Jahren sein wird. What kind of world will there be in 20 or 30 years? Früher hatten die Menschen wenigstens eine grobe Vorstellung davon, wie die Welt 30 Jahre später aussehen könnte. Lebte man im Mittelalter, wusste man nicht, ob man im Jahr darauf von den Mongolen eingenommen oder von einer Epidemie heimgesucht würde. Aber man konnte sich ziemlich genau vorstellen, wie die Menschen in 30 Jahren aussehen und für ihren Lebensunterhalt sorgen würden. Heute haben wir keine Ahnung, wie der Arbeitsmarkt und sogar der menschliche Körper in 30 oder 50 Jahren aussehen wird. Das hat viele praktische Folgen. Es ist nicht nur eine philosophische Diskussion. Wir haben zum Beispiel keine Idee, was wir den Kindern heute diesbezüglich in der Schule beibringen sollen. Denn wir wissen schlichtweg nicht, in was für einer Welt sie in 30 Jahren leben werden. Und ich habe von Ihnen einmal mehr gelernt, dass Zukunft Herkunft braucht und dass es sich lohnt, die Geschichte zu studieren, um Visionen zu entwickeln, wie es weitergehen soll. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Dankeschön. Thank you. It was my pleasure. Am Ostersonntag spinnt mein Kollege Yves Bossart den Faden der Zukunft weiter. Er trifft den Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher und fragt ihn, ob uns der Fortschritt auch voranbringt oder ob die Optimisten im Silicon Valley naive Träumer sind. Und jetzt gleich sehen Sie ein Porträt über einen, der so markige Sätze schrieb wie «Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen». Erich Kästner war aber nicht nur für viele Bonmots gut, sondern ein brillanter Beobachter seiner Zeit. Bleiben Sie dran, genießen Sie den Sonntag. Bis bald.